Hallo Leute, was geht meine Freunde und herzlich willkommen zum ersten Let's Play Far Cry 3 Let's Play auf meinem Kanal. Und ja, das ist ein Spiel, was ich jetzt, ich glaube am Freitag habe ich das geschenkt bekommen. Und da dachte ich mir, spielen wir mal so die ersten Stunden das Spiel. Und ja, dann habe ich glaube ich so 1,5 Stunden gespielt und war echt begeistert von dem Spiel. Hatte dann mal auf Facebook gefragt, wie es denn aussieht, ob ihr Bock drauf habt oder auch nicht. Und ja, die meisten waren eigentlich eher dafür. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dieses Let's Play zu machen. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich habe, wie gesagt, schon etwas gespielt. Hier sieht man es, ich bin jetzt im Kapitel 2 bereit. Und wir nehmen einfach einen neuen Speicherplatz. Und dann kann man hier auswählen, ob man der Abenteurer ist, der Meister oder der Krieger. Und ich hatte, glaube ich, genau, ein Ego-Shooter-Erlebnis für einen erfahrenen Spieler. Das wählen wir, glaube ich, aus. Ist jetzt nicht ganz so schwer und auch nicht ganz so einfach. Und dann geht's eigentlich schon los mit diesem Game, was ja mittlerweile doch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Allerdings finde ich, muss man nicht immer das neueste spielen, man kann auch durchaus mal alte Klassiker spielen. Was heißt alt? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ja. Ihr Jungs meint, ihr seid cool. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben, weil ihr zwei Weißbrote echt teuer ausseht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was hat... Was hat... Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen. Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Nee. Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten... Hier unten... Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Der ist schon der Hardcore-Gangster jetzt hier am Start. Ja, wir sind jetzt hier gefangen in so einem hässlichen Käfig aus Bambusstämmen. Und, ja. Wir müssen jetzt natürlich hier irgendwie schauen, dass wir da rauskommen. Dreckiger Pisser! Ja,
glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? Was für ein Trottel von Wache, echt. Alter, der ist tot. So was bringen sie einem in der Armee bei. Folge mir. So, der Käfig, der wäre jetzt überwunden. Und da haben wir schon den ersten Checkpoint erreicht. Scheiße. Oh. Bist du okay? Alles okay. Na komm. Bullshit, bleib unten. Ich bin doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Genau, in der Hocke sind wir bereits. Ist einfach die leisere oder leise Fortbewegungsmethode ist ja in den meisten Spielen so, dass man, wenn man geduckt ist oder in der Hocke ist, dass man da einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger unterwegs ist. Entdeckungsanzeige. Da gehen wir doch mal drauf. Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn dich Gegner sehen können. Sie füllt sich, wenn Gegner dich allmählich bemerken. Sie wird blinken, wenn du entdeckt wurdest. Und diese kurzen Infos, die kommen in diesem Spiel relativ häufig vor, finde ich aber auch ziemlich gut gemacht. Das ist so ein bisschen... Man spielt das Spiel und bekommt nebenbei Informationen. Das ist ja früher oft gewesen, dass man so eine dicke Anleitung hat, wo alles drin steht. Und das haben sie echt gut gemacht, dass man einfach im Spiel, während dem Spiel, und ich muss leise sein, Leute, jetzt muss ich echt leise sein. Die könnten uns ja hören. Wenn du mir sowas zu essen gibst, dann musst du damit rechnen. Oh Gott. Das war ein Butter. Ja, und der auch. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Jetzt erstmal hier alles klauen, was geht. Dann weiter. Steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. So, jetzt sollen wir einen Stein werfen. Der Pfeil zeigt uns an, wohin. Du musst ihn ablenken. Weg. Was zum? Okay, die Wache geht zur Seite. Okay. Sehr schön. Funktioniert. Dann los. Ist auch immer schön mit dieser, diesem Haken, dass wir das erledigt haben. Auch wieder nett gemacht, auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Mich verhört? Hab dich, du Pisser! Die Geiseln sind vor! Oh Scheiße. Was war das jetzt? Oh mein Gott. Mission gescheitert. Wir wurden entdeckt, oder was? Kann passieren beim Let's Play, dass nicht alles gerade rund läuft. Obwohl mich das jetzt schon wundert, weil wo ich jetzt das erste Mal die Szenen durchgespielt habe, hat alles wunderbar geklappt. Aber mein Gott, life is life. Dann weiter. Wir müssen zum Glück nicht den ganzen Weg nochmal gehen, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Halt an, was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg! Interessant. Das kam von da drüben. Okay, das funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Mann. Ah, genau, so ging's nämlich weiter. Wer ist da? Scheiße, Quinn! Ja,
Miriam, ja. Ich kann das nicht, Grant. Jay, sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Okay. Also mein Charakter scheint wohl gerade ein bisschen fertig zu sein mit den Nerven, verständlich. Das sind echt viele, Mann. Scheiße. Das ist dieser Psycho. Geht. Wenn man sich langweilt, wird man schnell wütend. Gestern kam der Anruf rein. Fuck, der Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Ach, der Typ ist das mit dem Iro? Okay. Dass er in das Zimmer kommt. Und dann braucht er erst 2 Noten mit. Ich sag's dir, wir haben die ganze Nacht gefickt. Los. Ab ins Grünzeug. Ja. Gute Idee. Das ist ein absoluter Albtraum, Mann. Perfekter Albtraum. Siehst du die Knarre hier? Das ist meine Lieblingsknarre. Wenn die Automatik an ihm vorbei, kannst du alles vom Stein da. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es okay. Meinst. Du wirst sehen, wir respektieren dich. Okay. Schleichen wir hier einmal durch dieses Lager oder Camp oder ich weiß nicht, das schaut sehr provisorisch alles irgendwie aus. So mit Holz und so zusammengebastelt, so zusammengeschustert irgendwie. Ich finde es ja sehr genial, dass die uns nicht sehen. Wir stehen 2 Meter von denen weg und hier ist irgendwie alles sehr leuchtet und so. Nein, bitte! Erreicht. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Das ist der Plan. Oh mein Gott. Oh, nein! Bleib bei mir, Grant! Sie wird jetzt sterben! Halt durch, Grant, halt durch! Das schaut nicht gesund aus. Nein! Du bist nicht mein... Grant! Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Was, bist du taub? Ich sag, auf, verfick dir mal an, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Okay, jetzt hauen wir mal schnell ab. Oh mein Gott, ist das dramatisch. Oh Scheiße. Ich glaube, das wird verdammt knapp. Auf! Oh mein Gott. Scheiße hier, jetzt schlittern wir hier den Hang runter. Oh mein Gott. Checkpoint erreicht. Sind wir in Sicherheit? Nee, sind wir nicht. Wo muss ich langlaufen? Scheiße. Ich muss weg von hier. Er läuft doch nicht mehr ganz so schnell wie gerade. Wahrscheinlich ist er ein bisschen kaputt. Das Teil kommt wahrscheinlich vom Rauchen. Ist er jetzt hier Raucherlunge und so, wisst ihr Bescheid. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp jetzt. Boah, ich wusste es. Q halten, okay. Nee, heilen. Q heilen, oder was? Oh mein Gott, ey. Wo geht's weiter?
perfekt. Hoch! Jetzt also sogar Hubschrauber am Start, ist ja mega unfair. Ich muss Riley und die anderen finden. Ja, das ist eine gute Idee. Bitte lass sie am Leben sein. Ich traue mich gar nicht nach hinten zu gucken, weil ich ganz genau weiß, dass da die ganzen anderen Vollidioten sind. Warum kann ich nicht weiterlaufen? Achso, ich muss den Ohren. Oh mein Gott! Leertost! Schneller geht nicht. Oh mein Gott, das Spiel haut echt rein. Vor allem mein Charakter ist schon so fertig, jetzt hat er gerade noch jemanden ermordet. Überquere die Brücke. Oh, Scheiße, jetzt kommt hier noch ein Bambi an. Was schaffen wir? Los geht's. Ich sehe nichts mehr. Oh, Scheiße, die Brücke ist kaputt. Fuck. Oh mein Gott, ey. Spannung pur. Far Cry 3. Wirklich genial schon die ersten, keine Ahnung, 10 Minuten. Wahnsinn. Also wirklich sehr gelungen gemacht jetzt. Jage Tiere und stelle aus ihrer Haut größere Taschen und Gurte her, und weiter konnte ich nicht lesen. Und gespeichert wurde auch. Folge dem Pfad. Und du wirst die Antwort finden. Wo bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Aha. Was für eine Logik. Ich heiße Dennis. Jason. Jason heißt der Charakter also. Bangau. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und 4 andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Ja, läuft, ne? Jetzt haben wir hier einen Typ mit einer Nerdbrille am Start. Wie bin ich hergekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Ja. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel. Ruf nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage.
Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier. Geld für Waffen. Oh, Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. So, jetzt gehen wir erstmal shoppen, wenn ich hier durch die Tür kann. Warum kann ich nicht durch die Tür? Hallo? Packen wir uns mal hin. Ah, okay. Was möchtest du kaufen? So, wir müssen jetzt hier diese tolle Pistole uns kaufen. Für 60 Dollar. Genauigkeit geht so, Schaden geht so, nur die Beweglichkeit ist relativ gut. Klassische halbautomatische Allrounder-Waffe vom Kaliber 45, die auch von Seilrutschen aus eingesetzt werden kann. Das hört sich doch gut an, oder? Die kaufen wir uns jetzt mal hier schön. Und wir können die jetzt hier noch zuweisen. Haben wir auch gemacht. Und zurück. Und Türme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegenen. Dann folge mir, mein Freund. Ah, da ist der Kollege. Okay. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Schauen wir uns erstmal an. Du kannst Waffen im Shop und in Unterschlüpfen kaufen. Unterschlüpfen wahrscheinlich. Aber wenn du Funktürme aktivierst, sind bestimmte Waffen kostenlos. Das hört sich doch gut an. Aktiviere Funktürme und erhalte Gratiswaffen. Okay. Du musst das Gelände kennen. Jetzt müssen wir nochmal Escape drücken. Amanaki, die Stadt Amanaki, wird von den Rakyat gehalten und gilt als letzte Zuflucht der geistigen Gesundheit auf Rock Island. Die Bewohner kämpfen, um die Kultur der Rakyat am Leben zu erhalten und hoffen immer noch, ihre Heimat vor der totalen Anarchie retten zu können. Doch vor der Stadt wartet der Dschungel. Okay. Waffen. Okay, die Waffe kennen wir mittlerweile. Die Bevölkerung interessiert uns vielleicht noch. Der Jason, das ist unser Charakter, den wir spielen. Etwas zerstrubbelte Haare, T-Shirt, ein paar Tattoos, kurze Hose. Als du das erste Mal aus Vas Gefangenenlager ausgebrochen bist, habe ich nachgeforscht. Jason Brody. Aus Los Angeles. Gute Noten, guter Sportler im College. Nur Gelegenheitsjobs nach dem Abschluss. Allein letztes Jahr 6-mal Fallschirmsprüngen, 2-mal Parasailing, kenne ich nicht, 4-mal Bergsteigen und 7-mal Snowboard fahren. Also sehr sportlich, ne? Bist ein Draufgänger, hm? Vater tot. Du hast einen jüngeren Bruder, Riley, und hattest einen älteren Bruder, Grant. Inzwischen verstorben, das war der, der vorhin erschossen wurde. Und wir nichts mehr machen konnten. Geheim. An meinen amerikanischen Mitbürger, ich weiß von deiner Flucht aus, was käme. Gute Arbeit. In den folgenden Tagen werde ich Informationen über diese Insel auf deinem Tablet-PC hochladen. Informationen, die du zum Überleben brauchen wirst. Später werden dir außerdem spezifische Koordinaten mitgeteilt und bald schon werden wir uns treffen. Willkommen im Dschungel. Das finde ich doch nett. Wir haben also ein Tablet-PC am Start. Also das Spiel spielt nicht unbedingt in den 1940er Jahren, jederzeit wissen, wo du tatsächlich bist. Jetzt. Vas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Vas, also dieser mit V-A-A-S geschriebene Typ, das ist unser Gegner quasi, der hatte uns gefangen gehalten. Das war der mit dem Iro. Das ist jetzt hier der Dennis, der Kumpel von uns, der uns aus dem Wasser gerettet hat. Und wir spielen den Jason, der jetzt den Auftrag hat, seine Freunde wiederzufinden. So habe ich es jedenfalls verstanden. Zielen und schießen, alles klar. Ist, glaube ich, bekannt, wie man das macht. Und ja. Was müssen wir machen? Hallo?
Oder muss ich jetzt alleine weitergehen? Oh mein Gott. Dann gehen wir halt alleine weiter. Und gehen jetzt einfach mal gemütlich den Berg hoch, beziehungsweise wir joggen den Berg nach oben. Und wir müssen jetzt einen Funkturm zerstören, der unserem Gegner, also dem Vars, Das muss der Funkturm sein. Der dem Vars hilft, sein Gebiet zu überblicken. Und wenn wir den zerstören, bekommen wir zum Ausgleich ein Stück von der Karte zu sehen, also von Rock Island letztendlich. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hoch. Oh, eine Schlange. Getötet. Funktürme. Aktiviere Funktürme, um erstens die Karte aufzudecken, zweitens Waffen kostenlos im Shop freizuschalten und drittens neue Übergabeaufgaben freizuschalten. Ihr seht also, die Funktürme helfen uns. Und die Schlange schauen wir uns auch noch an. Schlange. Kaum ein Tier wird von den Insulanern so verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber, sie zu essen ist tabu. Schlangengift von Rock Island wurde in den 50ern von der CIA verwendet, um Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern. Oh mein Gott, aber auch als Alternative zu Wermut ist in Martinis. Aha, okay. Tierwelt. Zip. Ihr seht, also hier gibt es so ein Handbuch, nennt sich das Ganze, und da stehen dann immer ab und zu so nützliche Sachen drin. Zum Beispiel über die Bevölkerung, über die Orte und so weiter. Es ist eigentlich echt cool gemacht, finde ich. Ist ab und zu echt ein bisschen was zum Lesen noch. Und an dieser Stelle hatte ich dann, glaube ich, aufgehört. Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier meinen Funkturm hoch. Er schaut sehr stabil aus, also hier mit der Treppe und so, ne? Warum geht es nicht weiter? Ah, okay. Ich springe. Da ist eine Leiter. Also es ist hier schon sehr massiv alles. Das muss man schon mal erwähnt haben. Die Aussicht, die hat was. Also man sieht hier so ein bisschen die Insel. Ein paar Berge, den Himmel. Ich muss sagen, ich finde die Musik, die in diesem Spiel läuft, ziemlich gelungen. Also es ist nicht irgendwie so Teletubby-Musik, sondern es ist einfach passend zum Game. Jetzt eine Kiste, die wir plündern können. Okay, wir haben Diamanten. Der bringt uns Geld und ist gut. Und eine Granate und Munition. Okay. Ach, hier muss ich hoch. Und da oben müsste dann auch der Peilsender sein. Oder der Sender. Ne, das Störgerät heißt es. Funkturm aktiviert. Sehr schön. Ihr habt, ich glaube, diese Szene gerade, die sollte einfach zeigen, in welches Gebiet jetzt überblickt werden kann. Ihr seht in der Minimap, oh, wir haben XP bekommen, okay. Die Karte kann ich noch gar nicht aufrufen. Eigentlich kann man mit M noch die Karte aufrufen. Und sportlich wie wir sind, rutschen wir jetzt das Seil hinunter. Und... Nette Fahrt, hä? Hab's erledigt. Ja. Gut. Zeig mir deine Karte. Genau, jetzt die Karte. Schauen wir uns jetzt mal an. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb.
Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Ja, der Nerd will jetzt nichts mehr sagen, beziehungsweise der Dennis. Und da im Handbuch steht wieder was, wahrscheinlich über den Dennis. Dennis Rogers. Nach dem, was ich über das Netz herausfinden konnte, ist der Mann, der sich Dennis Rogers nennt, in Liberia aufgewachsen und mit 18 nach Amerika ausgewandert. Aus unbekannten Gründen verließ er das Land 10 Jahre später wieder. Er tingelte von Job zu Job und landete irgendwann auf Rock Island. Das hört sich sehr interessant an. Transport, Seilrutsche. Hey, wie kommt ihr dazu, die Stromkabel als Seilrutschen zu benutzen? Ist ja nicht so, als wären die Dinger von einem höheren Wesen extra für euch dahingestellt worden. Die Kids sind so gedankenlos heutzutage. Eines Tages führt eine von denen direkt in einen Vulkan. Merkt euch meine Worte. Okay. Machen wir doch gerne. Und erreiche das Jagdgebiet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob gespeichert wurde oder nicht, keine Ahnung. Jetzt fahren wir noch zum Jagdgebiet. 8 neue Karten sind im Shop erhältlich, okay. Hier sind noch ein paar Kisten. Schwarzer Pokership, okay. Frag mich nicht, was ich damit machen kann, keine Ahnung. Da ist noch eine. Also diese diamantenartigen Dinger sind wohl diese Kisten. Eine Sonnenbrille haben wir noch bekommen, die uns 27 Dollar bringt. Hier steht ein Auto. Ah, sehr schön. Schauen wir doch wieder ins Handbuch. Dara. Spricht man es so aus? Dara. Hauptkonkurrent des Dara während des Wirtschaftswunders von Rock Island war der südafrikanische Strios. Beide verfügen über fast gleiche Leistungsdaten, doch der Strios war etwas günstiger. Warum? Weil er von Arbeitern hergestellt wurde, die unter der Apartheid diskriminiert wurden. Das war nicht die beste Zeit für Afrika und Afrika wartet immer noch. Muss aber jeden Tag soweit sein, oder? Okay, und man muss viel lesen im Spiel, das seht ihr jetzt, ist halt die Steuerung kurz erklärt, aber es ist eigentlich wie jedem anderen Spiel auch. Die Karre geht ganz gut an. Oh scheiße. War ja nicht unser Auto. Voll der Porsche hier am Start. Mitten im Nirgendwo. Wir fahren jetzt gerade zum Jagdgebiet und hier gab es nämlich auch noch Kisten. Stellen wir mal unseren Porsche hier an die Seite. Schauen uns mal hier um, was es hier noch so gibt. Hier ist nämlich auch schon die erste Kiste am Start. Leeres Feuerzeug. Das bringt natürlich sehr viel. Ihr wisst ja, wir sind Raucher, ne? Da brauchst du ein volles Feuerzeug. Okay, da war einfach nur Geld. Hier ist auch noch eine Kiste. Da war auch nur Geld. Jetzt haben wir schon 161 Dollar. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hier soll auch noch eine Kiste sein, oder was? Ich stehe doch hier. Hä? Bin ich blind oder sehe ich es einfach nicht? Also hier ist ja ein Diamant. Und der steht ja für eine Kiste. Aber egal, das sparen wir uns. Wir haben jetzt genug Kohle gesammelt. Das reicht erstmal. Leeres Feuerzeug, das braucht man. Und schaut euch unseren Porsche an. Der schaut doch geil aus, oder? Hier vorne schon ein bisschen Rost. Aber es gehört einfach dazu. Das ist Sonderausstattung, müsst ihr wissen.
Ein paar was können, steigen wir auf der Beifahrerseite ein. Oh, was ist das denn? Oh scheiße, Missionsgebiet verlassen, oh mein Gott. Ich muss doch dahin, oder? Hä? Ich bin leicht gerade verwirrt. Ich dachte, ich muss da runter. Oh, was ist das? Ein Tier. Ich kann sogar abschießen. Schauen wir mal auf die Karte. Wo sind wir gerade? Ja doch, ich muss doch dahin, oder? Verstehe ich nicht. Egal, fahren wir einfach nochmal da runter. Och, fuck. Also mit der Maus kann man die Sicht ändern in dem Game. Also im Auto halt. Wer sagt's denn? Das geht doch hier alles easy. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Das ist auch eine gute Frage. Da steht jetzt so eine Einkaufsliste. Wir brauchen rote Blätter, grüne Blätter, blaue Blätter und zwei Wildschweinhäute. Da ist schon ein Wildschwein, wenn ich das richtig erkenne. Bio ist ja jetzt nicht ganz so mein Fach. Ja. Ha. Also gut. Du sehr schön. Das. Hab ich dich. Ja, lecker. So, jetzt haben wir ein Wildschweinfeld. Das ist doch super. Es fängt doch hier schon mal sehr gut an. Ah, da ist die Kiste. Was? Spielkarte. Oh mein Gott, was ist alles in den Kisten für ein Zeug drin? Das ist ja quasi wie Überraschungseier. Und hier sind rote Blätter. Scheint wohl diese Pflanze zu sein. Jetzt brauchen wir noch zwei grüne Blätter und einmal blaue Blätter. Hier soll noch eine Kiste sein. Hä? So. Ah, hier drin ist er. Schöne Muschel, das ist doch meine Beschreibung. Die schöne Muschel haben wir jetzt endlich. Oh mein Gott. Geile Bezeichnung. Blatt haben wir auch. Da vorne war noch ein grünes Blatt. Und wir brauchen noch ein Wildschwein. Das ist jetzt noch hier die große Kunst. Hallo? Ah. Achso, die Pflanze ist es. Oh, okay. Und da hinten gibt es wohl die blauen Blätter. Scheint so, als gäbe es die im Wasser. Ich sehe nichts. Nochmal Luft holen. Ich weiß gar nicht, ob der... Eigentlich wäre es ja nur logisch, wenn er auch... WTF, C. Oh mein Gott. Schock mich einfach nur. Alter Schwede. Okay, meine lieben Freunde. Ich glaube, es war jetzt Action genug für den heutigen Sonntag. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Bevor ich jetzt die ganzen Sachen nochmal von vorne einsammeln. Scheiße. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle weiter im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Mal was Neues, mal was anderes. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.